Hey, hier sind Sam und Alex von der Venature. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, hat Atlassian den End-of-Sale ihrer Serverprodukte bekannt gegeben. Dieser tritt im Februar 2021 in Kraft. Im selben Zuge haben wir als Unternehmen entschieden, dass wir mit unseren Atlassian Server- und Datacenter-Produkten in die Cloud gehen. Da kamen schon die ersten Fragen von unseren Mitarbeitern. Einfach so in die Cloud? Solche Fragen werden wir hier heute beantworten. Die erste Frage, naheliegend. Alex, wo liegen die Vor- und Nachteile in der Cloud? Die Frage ist nicht so einfach und schnell zu beantworten. Also ein Nachteil ist definitiv, dass es in der Cloud mittlerweile oder aktuell weniger Apps gibt als on Data Center oder Server aktuell. Aber viele der Apps, die es jetzt auf Data Center und Server gibt, die brauchen wir gar nicht in der Cloud. Die Cloud bringt viele Funktionen mit, die es on Data Center gar nicht gibt. Beispielsweise Automations ist dabei, Advanced Roadmap, ehemalig Portfolio ist mit dabei. Also wir brauchen diese ganzen Themen nicht mehr. Für mich oder für das Unternehmen als wichtigster Vorteil ist, dass wir die Wartung nicht mehr machen müssen. Das heißt, wir kriegen die Updates automatisch, wir müssen das ganze System nicht betreuen, es läuft einfach. Wir können uns darauf konzentrieren, mit dem Produkt zu arbeiten und das auch im Unternehmen weiter auszubauen, ohne dass wir ständig irgendwelche Updates durchführen müssen und Wartungsarbeiten durchführen müssen. Und noch weitere Vorteile, vielleicht in Richtung Verschlüsselung und Compliance? Das ist durchaus auch interessant. Atlassian bietet mittlerweile so ziemlich jede Zertifizierung, die es in der Cloud gibt, an. Das heißt, diese Zertifizierung, die könnten wir selber gar nicht durchführen. Heißt eigentlich, dass Atlassian deutlich sicherer ist, als wir selber sein können oder zumindest es beweisen können, dass wir es sind. Das heißt für mich, ich muss weniger investieren und habe trotzdem die höchste Sicherheit. Ja, weiteres zu den Vor- und Nachteilen könnt ihr auf startwithcloud.atlassian.net entnehmen. Dort haben wir die Vor- und Nachteile ebenfalls aufgelistet und darüber könnt ihr euch auf jeden Fall informieren. Nächste interessante Frage, Alex. Können wir in der Cloud alles abbilden, was wir uns auf Server und Data Center aufgebaut haben? Ist das möglich? Ehrlich, ich weiß es aktuell nicht. Ich gehe aber davon aus, dass wir alles abbilden können. Wir werden analysieren, was wir aktuell im Data Center bei uns machen, sei es in Confluence, Jira, Bitbucket etc. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in der Cloud alles abbilden können, was wir jetzt auch machen, wenn nicht sogar mehr. Es wird halt eine Paradigmenänderung sein, was ich vorher vielleicht mit Skripten lokal auf dem Server gemacht habe. Gibt es vielleicht jetzt eine App für oder es kann Atlassian direkt von alleine. Deswegen, es bleibt spannend, aber ich bin mir ziemlich sicher, wir kriegen bessere Features in der Cloud, als wir es jetzt auf Data Center implementieren konnten. Es kann auch sein, dass man einfach seine Arbeitsweise ändert, ne? Ja, ich meine, das, was wir jetzt implementiert haben, haben wir so implementiert, weil es so möglich war. Beziehungsweise es ging gar nicht anders. Aber in der Cloud können wir jetzt natürlich komplett von vorne jetzt anfangen zu überlegen, was haben wir gemacht, was wollten wir überhaupt erreichen? Macht es überhaupt noch Sinn, das so zu machen? Ist vielleicht heute es sinnvoller, es komplett anders zu machen? Sind die Anforderungen noch die gleichen wie damals? Das heißt, alleine nur dadurch, dass wir überlegen von vorne, was können wir machen oder was wollen wir überhaupt erreichen, können wir unseren Prozess schon optimieren. Also von daher gehe ich davon aus, dass wir das super hinkriegen werden und das als Chance nehmen sollten und nicht als Hindernis. Die Frage aller Fragen, wann ist es soweit? Wann ziehen wir in die Cloud um? Wenn es nach mir geht, sofort. Aber ich kann nicht. Der Prozess, in die Cloud zu gehen, ist leider ein bisschen langwieriger. Wir könnten natürlich einfach von heute auf morgen in die Cloud gehen. Nichtsdestotrotz, wir müssen eigentlich die Mitarbeiter abholen, was wir ja auch hier machen. Wir müssen uns einen Plan machen. Wie können wir das machen? Wann können wir das machen? Gibt es überhaupt Hindernisse? Vielleicht geht es ja gar nicht. Wenn ich sage, ich will sofort morgen in die Cloud, kann es ja sein, dass die Kollegen sagen, nein, das geht nicht, aus den und den Gründen. Genau das wollen wir jetzt herausfinden. Also würde ich sagen, ist unsere Vorgehensweise hier eigentlich die, die wir auch bei unseren Kunden an den Tag legen. Wir haben unser Projektteam, das aus Experten besteht, und dieses Projektteam wird dann die Migration planen. Und natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Also wir werden sagen, okay, wir starten jetzt, wir legen los, wir haben gestartet, in der Tat, wir haben schon losgelegt. Die ersten Stakeholder werden an den Tisch geholt und Anforderungen werden besprochen. Es werden die ersten Moskaus erstellt, also was sind unsere Must, Should,
Could oder Won't Do's an Anforderungen, die wir an die Cloud haben. Das sind so die ersten Dinge, die wir auf jeden Fall machen müssen. Ziel ist es natürlich, bis zum Sommer nächsten Jahres vollständig in der Cloud zu sein. Aber es ist natürlich ein iterativer Prozess. Man kann nicht sagen, wir sind von heute auf morgen in der Cloud. Und das bezieht auch hier die nächste Frage eigentlich schon mit ein, Alex. Hier gibt es nämlich eine Frage, wird es einen glatten Schnitt geben oder arbeiten wir zeitweilig auf Server und Datacenter zusammen? Also Server, Datacenter und Cloud zur gleichen Zeit. Ja, natürlich wird es das sein, würde ich jetzt sagen, oder? Den Schnitt oder gleichzeitig? Gleichzeitig. Ja, der Schnitt ist natürlich die einfachste Lösung, dass man sagt, heute Server, morgen Cloud. Wir wollen das aber als Chance sehen, dass wir die Prozesse, die wir jetzt auf Server gemacht haben, die haben wir so gebaut, wie sie damals möglich waren. Die Cloud ermöglicht andere Dinge, neue Dinge, bessere Dinge. Das heißt, wir wollen die Chance jetzt auch nehmen, nicht nur einfach Cut, Alt auf Neu, sondern wir wollen direkt auch schauen, sind die Anforderungen überhaupt noch aktuell? Können wir die optimieren? Ist es besser jetzt in der Cloud umsetzbar, als es zuvor auf Server war? Deswegen wird bei uns definitiv ein Parallelbetrieb stattfinden. Ich würde das auch gerne noch mal ein wenig ergänzen wollen. Und zwar, es gibt Teams, die höhere Anforderungen an das System haben. Es gibt Teams, die simplere Anforderungen an das System haben. Jene Teams, die simplere Anforderungen haben, können natürlich schon bereits auf die Cloud umziehen und schon mal in der Cloud auch wirklich arbeiten. Auch neue Teams. Auch neue Teams, richtig. Hier ist ein agiler Ansatz gefragt. Es ist ein iterativer Prozess, den wir durchlaufen werden. Uns wird ein Parallelbetrieb geben, bis wir wirklich geschafft haben, alle Herausforderungen, die wir haben, zu beseitigen und im Gesamten in die Cloud zu ziehen. Und das bedeutet dann auch natürlich, dass wir nicht mit allen Produkten gleichzeitig in die Cloud ziehen werden. Wir können nicht sagen, dass wir am Stichtag X mit Jira, Confluence und Bitbucket beisammen in der Cloud sind, sondern das wird peu à peu passieren, würde ich sagen. Wir müssen das ja auch gar nicht. Wir kriegen ja, wenn wir Data Center jetzt verlängern, auch die Möglichkeit, die Cloud zu testen über längere Zeit oder im Parallelbetrieb das sogar zu betreiben. Stimmt. Atlassian bietet nämlich seinen Kunden an, wenn ihr bestehende Server- oder Data Center Lizenzen habt und in die Cloud wechseln wollt, dann wird die Cloud-Lizenz im Rahmen eines Dual-Licensing umsonst sein bis zum Ende der Laufzeit der bestehenden Server- oder Data-Center-Lizenz. Zudem kommt auch noch für Nutzer ab 1000 Users oder mehr gibt es einen gewissen Loyalty-Discount. Mehr zu diesem Loyalty-Discount könnt ihr alle unter startwithcloud.atlassian.net lesen. Schau mal, Alex, hier die Frage. Oh, der Klassiker. Wer macht's? Wer macht's? Wir haben ein spezielles Projektteam auf die Beine gestellt, so wie wir es auch natürlich bei unseren Kundenprojekten haben. Nur dieses Mal handelt es sich um unsere Reise in die Cloud und um unser Projekt. Es ist wirklich das erste Mal, wo wir unser internes Projekt starten, wo wir das, was wir beim Kunden immer gemacht haben, jetzt das erste Mal wirklich bei uns machen. Es ist ein interdisziplinäres Team, das wirklich von Cloud-Experten, die schon bereits Migrationen erfolgreich bei Kunden abgeschlossen haben, bis hin zu Stakeholdern aus dem Bereich Qualitätssicherung, Geschäftsführung, aber auch anderen Bereichen des Unternehmens abdecken. Unser Projektteam hat eine Besonderheit. Die werden ihre gesamte Journey, also die gesamte Reise in die Cloud dokumentieren. Durch Blogposts, Videologs und Ähnlichem werdet ihr Beiträge haben, wo ihr wirklich mitten auf dem Weg, auf dem Laufenden gehalten werdet und unseren Fortschritt in die Cloud sehen werdet. Unter startwithcloud.atlassian.net könnt ihr unsere Reise in die Cloud nachverfolgen. Unser Team wird euch dort auf dem Laufenden halten. Bis zum nächsten Video und vergisst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ganz wichtig, aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bis zum nächsten Video.